Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich. Und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute ein Prelude zu einer anstehenden Kampagne. Noch teaser ich mal den Namen nicht. Gucken, wie lange es sich vermeiden lässt, dass jemand darauf kommt, welche Kampagne. Nach dem Intro könnte es vielleicht schon der ein oder andere herausgefunden haben. Wir spielen heute das Prelude zum ersten Helden, der mitspielt. Und das ist Snorri Ragnarsson, ein torvalscher Schiffszimmermann, der schon ja, die ersten Lebenserfahrungen gemacht hat. Und ja, gucken wir mal, wie der Slife oder Sleife heute den Snorri verkörpert. Hallo. Svafnir zum Große. Hallo. Vielleicht kennt ihr den Sleife schon von Slife, den ja, Slife schon. Das ist ein schwieriger Name. Kannst du nicht Koali heißen oder so? Nein, du bist einmalig. Spielleiter. Ja, vielleicht kennt ihr den schon aus der Hunter-Runde, die ich vor einiger Zeit mal auf dem Kanal gespielt habe. Da hat er einen pyromanischen Vampirjäger gespielt. Und das ist nicht ganz gut ausgegangen. Hoffen wir mal, dass es hier besser klappt. Das ist wahr. Und wir schauen mal, wo es uns heute mit Snorri Ragnarsson hinbringt. Danke, dass ihr auch alle so zahlreich erschienen seid und Interesse habt an dem ganzen Ding. Danke Dollar Power für die Subscription. Ich weiß jetzt gar nicht, warum die da oben nicht auftaucht. Aber mal gucken, vielleicht kommt das irgendwann noch. Irgendwie bin ich noch ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit dem ganzen Einstellungsgedönse hier. Ist ja auch der erste Stream mit dem neuen Overlay und so. Da heißt es, es hakt und hinkt irgendwie an allen Ecken. Das merke ich jetzt schon. Aber das Intro ist schon mal ganz gut angekommen, habe ich gelesen. Elanor, vielen Dank. Also der Disclaimer. Nippeltitsch hört nach. Sei dir gegönnt. Slife hat super gespielt, sagt Dollar Power damals. Ja. Hoffen wir mal, dass er das genauso machen kann als Torvaler. Kurzer Disclaimer vorneweg. Wir spielen im Aventurien. Wir spielen damit irgendwie auch das Schwarze Auge. Wir spielen allerdings mit dem System Cinema von Marot von rollenhörspiel.de.
Und dann auch eine unveröffentlichte Version davon, nämlich, ich weiß gar nicht, wie der nennt das, nennt jetzt nennt Pro Cinema, New Cinema oder so, also eine abgegradete Version von der, die er auf seiner Homepage findet. Irgendwann die Tage soll das auch nochmal veröffentlicht werden, die neue Version. Das heißt, der gute Snorri Ragnarsson hat sogar Werte in diesem System bekommen. Und es wird auch gewürfelt. Allerdings merkt das live nicht, wenn ich würfel, sondern ja, es wird einfach so passieren und ich werde das für ihn machen. Und genau, dann wird er dann durch meine Erzählungen herausbekommen, ob etwas klappt oder nicht klappt oder wie etwas klappt oder nicht klappt. Also da steckt ein System dahinter. Ihr werdet auch die Würfelwürfe nicht sehen, da wir versuchen, genau wie das System das vorgibt, die Immersion ziemlich hoch zu halten. Das heißt, wir versuchen, die möglichst viel Zeit IT zu verbringen und hoffen mal, dass das klappt. Das Intro haut schon mal was raus. Ja. Habe ich mir Mühe gegeben. genau. Und mal schauen. Ich bin sehr gespannt, ob ich den Slive heute dahin kriege, wo ich ihn hinhaben will. Kein Spielleiterplan überlebt den ersten Kontakt zum Spieler oder zur Spielerin. Ja, genau, hier hat der Sierra schon ausprobiert. Ihr könnt Ausrufezeichen Snorri in den Chat hauen, dann kriegt ihr einen kleinen Eindruck, was Snorri oder wer Snorri ist. Aber vielleicht erklärst du es live doch mal eben noch mal ein bisschen was über Snorri, bevor wir irgendwie reingehen, damit die Leute auch wissen, wer Snorri ist. Ja, Snorri ist hat die besten Jahre schon hinter sich, könnte man meinen. Ist schon etwas älter, ist schon bis Kap Brabak gekommen auf seinen Kaperfahrten und ja, hat sein Leben dem Schiffbau verschrieben, hat das gelernt in Olport, kommt aber aus einem kleinen Dorf in der Nähe und dort war einem durchreisenden Schiffbauer aufgefallen, wie gut er das kann. Und er ist immer so ein bisschen so ein Eigenbrötler und etwas zurückhaltend. Und weil er in seiner Jugend nicht die besten Erfahrungen gemacht hat mit Menschen, sich daher eben eher auf den Schiffbau kapriziert und auf das Schnitzen, das ist seine große Leidenschaft. Und ja, Snorri will aber eigentlich noch mal so richtig zeigen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Das vielleicht in aller Kürze. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Snorri kommt auch aus, also ist Teil einer Otajasko, wie das sich für Torvaler gehört, natürlich, ne? Und als Schiffszimmermann erst recht. Und ja, er ist Teil der Sturmtrotzer aus Otajasko. Und wir können ja mal ganz kurz, wenn ich das hier hinkriege, für diejenigen, die es interessiert, nochmal die Avespfade aufrufen und ein bisschen irgendwie in aventurischer Geografie herumgucken. Ihr seht hier den Golf von Prem eingeblendet und die Stadt Torval und gegenüber die Stadt Prem. Ich denke mal, der Slive hat sich nicht hundertprozentig viel Gedanken darüber gemacht, wo genau die Otajasko ihren Sitz hat. Aber irgendwo hier an. Da draußen geht gerade der Bär ab hier. Ich hoffe, man hört das nicht so. Irgendwo am Golf von Prem an der Küste ist die Otajasko ansässig von Slive und führt von da aus ihre Kaperfahrten durch. Oder hast du dir irgendwie rausgesucht, wo genau die herkommen? Ne? Die Otajasko kommt eigentlich aus Olport, aber. Aus Olport sogar. Oh, dann ja, müssen wir ein bisschen weiter nach oben gehen. Oder wo war Olport? Da oben ist die Otajasko. Okay,
Dann müssen wir uns jetzt kurz überlegen, wie du in den Golf von Bremen runterfährst. Wie war das mit dem ersten Kontakt? Ja, passt schon. Torwaller fahren gerne auf dem Meer herum. Und genau. Das so ist es. So. Also, jetzt habt ihr mal gesehen. Also, hier Golf von Bremen. Da werden wir heute herumschippern. Und hier oben, Gegend von Ohlport, da sind die eigentlich. Schön vorbei an den Inseln. Hinunter Richtung Torwall. So. Und wir schreiben, nicht wie im Intro, gezeigt das Jahr 1041 Bosporansfall, sondern wir schreiben noch das Jahr 1040 Bosporansfall, weil wir spielen ja ein Prelude. Und Eleanor schlägt gerade schon vor, dass Snorri runtergeschwommen ist. Ja, das könnte natürlich auch sein. Und wir befinden uns im Winter. 1040 Bosporansfall. Im Winter ist eigentlich gar nicht so viel mit Kaperfahrten. Aber manchmal fährt man halt trotzdem. So, und einmal ganz kurz noch vorneweg gesagt, wenn wir gleich anfangen zu spielen, gerade im One-on-One, was wir hier spielen, oder Duett-Game, wie es einige nennen oder so, ist das immer sehr intensiv. Und ich lese zwar alles, was ihr schreibt, und ich bin für jede Chat-Nachricht echt dankbar, weil es ist echt cool, wenn ihr euch unterhaltet. Ihr könnt auch Fragen stellen und so. Sierra ist auch dabei und als Mod und Eleanor auch, und die können bestimmt einiges beantworten. Aber erwartet nicht von uns, dass wir darauf antworten. Ich glaube, der Slive ist auch gerade gar nicht im Chat. Der konzentriert sich aufs Spiel, glaube ich. Und deswegen erwartet nicht, dass wir da antworten. Wenn wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren. Internationale Bootsausstellung nach Torwall. Jawohl. Die große dänische Bootsausstellung in Torwall. Okay. Dann gehen wir mal in Medias Res, würde ich sagen. Übrigens, falls ihr da draußen irgendwie Anmerkungen habt zum Ton oder so, wie gesagt, das ist alles gerade frisch neu eingestellt hier. Wenn euch irgendwas auffällt, ruhig in den Chat reinhauen, dann können wir es noch ändern. Oder versuchen zu ändern. So. So. Wir schreiben das Jahr 1040 nach Bosporansfall. Wir sind im Winter. Und die Sturmtrotzer Otayasko ist mit einem ihrer Drachenboote unterwegs von Ohlport Richtung Torwall. Ein weiter Weg, die Küste entlang. Und eigentlich hatte sich der Hetman der Sturmtrotzer dazu entschieden, Snorri Ragnarsson auf keine Fahrten mehr mitzunehmen. Der Hetman Bjarne ist aufgrund eines Ereignisses in der Vergangenheit ein bisschen skeptisch gegenüber Snorri. Wie eigentlich viele aus der Otayasko. Denn Snorri ist eine merkwürdige Gestalt, in deren Nähe man sich nicht immer sonderlich wohlfühlt. Und dann neigt Snorri auch noch dazu, mystische Vorhersagen zu machen, die manchmal sogar eintreffen. Und für den geneigten, abergläubischen Torwaller ist das manchmal zu viel des Guten. Aber auf diese Fahrt Richtung Torwall ist man um Snorri nicht herumgekommen. Denn eine merkwürdige Krankheit ist die Oskar Otayasko befallen und so ist die Mannschaft mit Minimalstärke aufgebrochen Richtung Torwall und man musste der Einladung des obersten Hetmans in Torwall Folge leisten, denn sonst ist man außen vor und die Otayasko möchte vertreten sein beim großen Fest in Torwall.
Die Otayasko heißt nicht umsonst die Sturmtrotzer. Und so entscheiden sie sich tatsächlich durch die schlechten Witterungsbedingungen auch im Winter ihren Weg zu bahnen, die Küste entlang. Bjarne Ingvarsson, der Hetman, ist berühmt, berüchtigt. Sein Beiname ist auch der Sturmtrotzer. Durch die Wogen zu gleiten mit seinen Drachenbooten, die meisterhandwerklich gemacht sind. Und daran hat Snorri auch seinen Anteil, denn Snorri ist der Schiffszimmermann der Otayasko. So manches Boot hat er geflickt, selbst erschaffen und verbessert im Laufe seiner Zeit. Und die Otayasko hat sich einen kleinen Ruf erarbeitet, die schnellsten und robustesten Boote zu haben in der Umgebung zumindest. Und so segelt man hinunter Richtung Süden in den Golf von Prem hinein und an Bord des Drachenbootes ist die Stimmung etwas gedrückt, ob der Kälte auf Meer, auf rauer See. Und vielleicht kann Snorri einmal beschreiben, wie es ihm gerade geht in der Kälte und auf der Fahrt, auf der er hätte eigentlich gar nicht sein sollen. Ja, es ist schon komisch. Ich weiß, die Leute wollen mich hier nicht. Aber ich weiß auch, sie brauchen mich, weil sonst können sie gar nicht segeln. Und falls irgendwas passiert jetzt im Winter, muss ja einer das Schiff legen können. Wenn das einer kann, bin ich das. Ah, es ist so kalt. Ich habe mir meinen dicksten Pelz umgelegt und trotzdem kriecht mir die Kälte in die Knochen. Ah, aber das Bremer Feuer wärmt. Immerhin ein bisschen. Das Bremer Feuer, die Kehle von Snorri herunterrauscht und ein warmes, wohliges Gefühl verursacht, hängt er noch einmal seinen Gedanken nach, während er auf die See hinausblickt. Er hat wieder schlecht geschlafen, wie die ganzen letzten Nächte, seit ihr die Fahrt angetreten habt. Immer wieder träumt Snorri den gleichen Traum, der Ähnlichkeit hat mit diesem schicksalsbeheftigten Traum, den er damals hatte, als sein bester Freund nicht mehr von der Kaperfahrt zurückkehrte und er vorher genau diese Sache geträumt hatte. Auch jetzt träumt Snorri wieder von einem Dunkel, einer Bedrohung, die wie ein Mantel aus dunklem Licht über dem Drachenboot zu hängen scheint. Und dann mischt sich in diesen schwarzen Mantel ein Eindruck von Helligkeit und Licht und von Pflanzengeruch und Musik. Snorri hört Musik im Traum, aber keins der Trinklieder der Otayasko, sondern eine merkwürdig fremd und melodiöse Musik. Zimbeln, Lauten, Harfen. Snorri kann das nicht so richtig einordnen, denn so richtig musikalisch ist er nicht, aber es klingt schön und dennoch weit entfernt. Und dann träumt er davon, dass die Praios-Scheibe sich verdunkelt und der Schattenmantel über dem Drachenboot sich zusammenzieht, bis alles schwarz wird. Immer wieder der gleiche Traum. Und dann das Elfengesicht aus der Schwärze, das um Hilfe ruft. Und dann erwacht Snorri meistens, schweißgebadet und kurzatmig. Verdammter Traum. Hm.
Neben Snorri sitzt Trud, die Steuerfrau. Trinkt ebenfalls an einem Methorn. Setzt sich dann etwas näher zu Snorri heran und meint, wieder weggenickt. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Es ist kalt. Ich bin immer... Und ich, wir sind bald da. Das ist gut. Das ist gut, dieses verdammte... Ich gucke nach oben. Was sagt der Himmel? Der Himmel ist wolkenbehangen, aber nicht schwarz, sondern eigentlich ist es noch richtig gut hell. Wenn du mich fragst, schlägt das Wetter bald um. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Rückenwind. Das wäre gut. Warst du schon mal in Torval? Noch nicht. Das heißt, doch einmal ist es, ach, es ist mein halbes Leben her. Da war ich schon mal da auf der Rückfahrt. Da waren wir auf den Zyklopeninseln, glaube ich, und haben abgeladen in Torval. Und aber es ist lange, lange her. Bestimmt 20 Winter. Ja. Gut, jemanden zu erfahren ist, noch dabei zu haben. Dankeschön. Ja. Wenn dir kalt ist, versuch dich auch ein bisschen zu bewegen. Vielleicht gehst du was nach vorne und löst Eldgrim ab beim Ausguck. Das kann ich machen. Ich gehe nochmal nach vorne. Ja, vorne am Ausguck ist Eldgrim. Also was heißt Ausguck? Ist einfach nur der vorderste Platz im Drachenboot, wo jemand steht und Ausschau hält. Und dort ist eine sehr eigenartige Gestalt, die sich dort am Rumpf des Schiffes festklammert. Eingeschlagen auch in die dicke Felle und mit einem merkwürdigen Hut auf dem Kopf, der einem Wolfskopf nachempfunden ist. Eldgrim ist der Godi und Seher der Otajasko. Und eigentlich sollte auch er nicht an den Fahrten teilnehmen. Aber, naja, vielleicht ist das seine erste oder zweite Fahrt überhaupt. Und aufgrund der Krankheit hat er nicht groß eine Wahl. Eldgrim, du kannst dich ausruhen gehen. Sorry. Ich habe nichts gesehen bisher. Und wie alles bekommt ruhig. Ihr das Fahren? Das Wasser ist ruhig, das ist gut. Nicht so wie vor ein paar Tagen. Ja, an den Olportsteinen war es schlimm. Wie soll man denn seine Runen richtig schmeißen, wenn es so rauf und runter, also ich weiß nicht, wie er das macht. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich weiß auch immer noch nicht, ob die Runen, die ich geworfen habe, so richtig sind. Es kann eigentlich nicht sein. Was hast du geworfen? Ich habe böse Omen geworfen, aber es kann auch sein, dass es wegen dem Schiffsgang ist. Sie sind ja ständig an der Seite heruntergeputzelt. Hoffen wir das Beste. Aber auf Abenteuerfahrt sein ist gut. Svafnir möge uns beistehen, wenn es wirklich ein böses Omen ist. So soll es sein. Dann halt gut Ausschau. Da das vorne ist irgendwie eine Nebelbank oder so etwas. Da habe ich die... Aber noch nichts Großes, alles bewegt sich nicht und wir fahren ja dran vorbei. Na gut. So fahrt ihr noch eine Weile und Snorri starrt in die Weiten über das Meer. In der Ferne, ganz weit,
die Küste zu erkennen und zu seiner Linken die Nebelbank, die ihr umfahrt. Und dann erkennt Snorri mit einem Seitenblick in dieser Nebelwand eine Schemen, der aussieht wie ein Schiff, ein großes Schiff. Hetman! Was ist? Da! Im Nebel ein Schiff! Ein Schiff? Ah, schaut! Die anderen erkennen es nun auch, auf dem Snorri sie darauf hinweist. Und es dauert eine Weile und dieses Schiff bahnt sich tatsächlich seinen Weg aus dem Nebel heraus auf die freie See und ist nun auch zu erkennen. Es ist wirklich ein großes, dreimastiges Schiff. Und ja, ist ein bisschen anscheinend den Launen der Natur ausgeliefert. Zumindest sind die Segel gerafft, keine gesetzten Segel, keine Ruder zu erkennen, nur eine Fahne, die im Wind weht und die das Wappen von Nostria zeigt. Nostrianische Schiffe sind eigentlich nicht wirklich ungewöhnlich, aber selten. Was macht dieses Schiff hier? Weiß ich nicht. Es hat keine Segel gesetzt. Ich glaube, wir sollten nachschauen. Wieso das denn? Was haben wir mit den Nostrianern zu schaffen? Im Zweifelsfall gibt es da vielleicht was zu holen. Ja, genau, Hetman. Nostrianer sind meistens nicht sonderlich helle. Da schaffen wir es auch mit der kleinen Besatzung. Kurz rauf, dran drauf drüber, sagte mein Großvater immer. Na gut, das klingt, zumindest können wir uns ja mal nähern und schauen, ob sie uns erkennen und dann die Flucht ergreifen oder so. Ich meine, die sind ja nicht so feige wie Liebfelder, aber immerhin. Und ihr nähert euch dann dem großen Schiff und tatsächlich passiert erstmal gar nichts. Keine, auch wenn ihr euch noch näher heranwagt, keine Menschenseele ist zu erkennen. Nur dieses Schiff, was auf dem Wasser treibt. Dann entscheidet der Hetman, sich noch weiter zu nähern, bis auf Bug an Bug. Und selbst dann kein Laut, keine Menschenseele. Das ist unheimlich. Lass uns nachschauen, was da los ist. Ein Schiff ohne Besatzung? Hier im Golf von Bremen? Noch ein Grund mehr nachzuschauen. Vielleicht haben das schon andere Otajaskos geplündert und die Mannschaft Kiel holen lassen. Aber wieso sollte man ein so großes Schiff dann nicht in einen Hafen schleppen und das ausschlachten? Einfach hier auf dem Wasser treiben zu lassen, ist doch Unsinn. Ich schaue mir den Zustand des Schiffes mal an. Also hat das irgendwie einen Kampf hinter sich oder so? Ich kann mir vorstellen, siehst keine sorry. Kampfspuren. Es ist relativ gut in Schuss, würdest du sagen. Hetman, das Schiff ist gut in Schuss. Kampf scheint es nicht gegeben zu haben, zumindest was ich so von außen sehen kann. Ich sehe auch keine Kampfspuren. Na gut, wir schauen nach. Snorri, Rondra, Trut, ihr geht vor. Auf geht's. Werden Strickleitern und nach oben geschmissen, weil euer Schiff deutlich kleiner ist als diese Dreimaster.
und ihr klettert an Bord des Schiffes. Und auch hier keine Menschenseele zu sehen. Leer. Das Oberdeck ist komplett wie ausgestorben. Ich brülle runter über die Reling. Oberdeck leer! Vielleicht verstecken sie sich im Bauch des Schiffes. Schilde voran! Los, wir kommen, gehen nach. Genau. Komm raus! Keine Antwort. Ich hebe meinen Schild, dass ich Deckung habe, wenn nötig. Nehme die Axt in die andere Hand. Und gehe mal ja, zur Treppe, Tür, wie ist das Schiff gebaut? Also. Ja, und siehst du also Luken, die nach unten führen und auf jeden Fall auch so zur Kapitänskajüte führende große Tür. Dann hinten natürlich so einen großen Aufbau, wo es hinten zum Steuerrad gibt. Das Steuerrad ist leer. Ich gucke tot an. Erst in die Kapitänskajüte oder erst nach unten? Kapitän. Vielleicht gibt es Logbücher oder sowas. So. Tap, tap, tap. Ja, also voran. Die Tür ist nicht abgeschlossen und knarzend öffnet ihr sie. Sieht dann in ein relativ gut ausgestattetes Kapitänskajütenzimmer. Einen großen Tisch daran, Seekarten, eine Schlafstätte. Und mehreren Regalen mit allerlei Tant darin, Truhen und einem großen Ohrensessel, der euch den Rücken zuweist. Boah, dann gehe ich mir mal den Sessel angucken. Sitzt da wer drin? Schleichst darum herum und tatsächlich sitzt eine Gestalt in dem Ohrensessel, scheint zu schlafen. Ich versuche, die Gestalt auch zu wecken. Nostrianische Kleidung. Aber als du ihn anstupst, den Mann, mit dem merkwürdigen, ungewohnt aussehenden Bart und den merkwürdigen Markierungen an der Kleidung, rührt er sich nicht. Im Gegenteil, als du ihn anstupst, geht der Kopf so von hinten nach vorne auf die Brust und bleibt dann in einem ungesund aussehenden Zustand nach unten geneigt stehen. Ist da wer? Hier sitzt einer im Stuhl. Ich weiß nicht, ob bewusstlos oder tot. Nach näheren Untersuchungen kann Snorri keine Atem mehr feststellen. Einer hier, tot. Nostrische Kleidung. Was wollten die hier? Warum ist der tot? Ich gucke mal, ob ich... Ich brauche irgendjemanden, der Kuslicker Zeichen auch lesen kann. Na. Eldgrim. Eldgrim kann alles lesen. Mühevoll schleppt sich der Godi an Bord des Schiffes und betritt die Kajüte. Auf seinen Stab gestützt. Was hast du gefunden, Snorri? Ich dachte, vielleicht gibt es hier Logbücher oder so, aber ich kann das nicht lesen. Und ich dachte, bevor ich hier alles durcheinander wirbel, guckst du dir das mal an. Er stöbert so zwischen den Dokumenten. Ein Handelsschiff, vermutlich. Die kommen aus Grangor. Die
fahren Waren herum für die Nordmeerkompanie. Dann haben wir wohl den Jackpot gezogen. Die haben immer sehr die besten Waren. Liebfeldische Sachen für Nostria, hä? Und wir kriegen sie. Ah, so muss das sein. Aber warum ist er hier tot auf seinem Stuhl? Ich weiß es nicht. Kannst du ihn dir mal angucken? Du kennst du dich mit sowas aus? Nee. Er betrachtet den vermeintlich Toten. Keine Wunden zu sehen. Nee. Stupst den so ein paar Mal an. Beißwaffen hier. Vermutlich eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Dabei ist er noch ziemlich jung. Krank sieht er auch nicht aus. Komisch. Ich gucke hier noch mal ein bisschen herum. Er stöbert noch ein bisschen in den Unterlagen, findet tatsächlich eine Art Logbuch und schaut sich die letzten Listungen an und murmelt dann so, während er liest, vor sich hin. Anscheinend ist ja wirklich eine Schlafkrankheit ausgebrochen. Leute sind eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Aber woher kommt die Krankheit? Hier steht es, hat auf hoher See angefangen. Erstaunlich. Aber ich kenne auch keine Krankheit, die das macht. Was soll das sein? Schlafen und nicht wieder aufwachen. Ich meine, im Alter okay, aber noch nicht in dem Alter. Ich werde ein paar Rituale machen zur Abwehr. Hier, nimm schon mal die Plakette hier. Schütze dich vor den bösen Geistern, wenn hier denn welche sind. Dankeschön. Lass uns mal nach unten gehen und in die Lagerräume gucken, was so da ist. Gute Idee. Stöbert in den Lagerräumen umher und findet tatsächlich wertvolle Ladungen, Truhen voll Münzen, wertvolle Stoffe, Gewürze. So viel, dass ihr eigentlich gar nicht alles an Bord eures Drachenbootes nehmen könnt. Ihr müsst sogar Auswahl treffen, wenn ihr irgendwas hier mitnehmen wollt. Also zumindest hat das Schiff niemand gekapert. Oder wenn es jemand gekapert hat, hat er die Ladung nicht mitgenommen. Ich suche den Hetman. Was gibt's neu? Der ganze Lagerraum ist voll. Stoffe, Gold. Hauptgewinn, würde ich sagen. Sehr gut. Dann hat sich das Ganze ja gelohnt. So ist es. Und es ist mehr, als wir mitnehmen können. Dann schätz mal ab, was das teuerste ist und das schaffen wir runter an Bord. Ja, das versuche ich dann mal. Also das Gold, würde ich sagen, nehmen wir komplett mit. Mhm. Und dann schaue ich mal, sowas noch das Wertvollste sein könnte. Ja. Ein paar von der Otayasku machen sich daran, Kisten schon mal herunterzuschaffen. Immer mal wieder seht ihr auf den Boden liegende Menschen, die immer vom ersten Augenblick so aussehen, als würden sie schlafen. Und sich dann im Endeffekt als tot herausstellen. Weitere Durchsuchungen des Schiffes, nachdem ihr die ganzen
wertvollen Truhen, so viel ihr konntet, in euren, auf euer Drachenboot geladen habt, sodass es schon tief in den tiefer einsinkt, als es eigentlich gut wäre. Aber die Fahrt nach Torwall ist ja gar nicht mehr so lang, da kann man ruhig noch eine Truhe extra mitnehmen. Als ihr noch ein bisschen weiter herumstöbert, kommt ihr zur Brigg des Schiffes, zum Gefängnis. Und tatsächlich ist hier etwas anders als sonst in den anderen Räumen. Auch hier sind ein paar schlafende Tote. Und dann jemand, der angekettet in einer Zelle hockt, mit den Händen rechts und links an die Wand gekettet. Den Kopf nach unten, zuerst auch schlafend aussehen, aber weil sie euch nähert, ruckt der Kopf nach oben. Eine zerzauste Gestalt, Oberkörper frei, mit Striemen auf dem Rücken, schon vernarbt, also schon etwas länger her, dass er wahrscheinlich ausgepeitscht wurde oder so. Ruckt der langhaarige Kopf nach oben. Strähniges, fettiges, langes Haar. Wer ist da? Hilfe! Wer bist du? Was ist hier passiert? Und was ist, warum bist du als einziger noch am Leben? Bitte was? Wie? Was meinst du? Schau dich doch um. Sieht man irgendwelche Leute, die da schlafen? Ja, das ist die... Oh. Da! Die schlafen schon eine ganze Weile. Die schlafen nicht. Bei den Göttern. Wie bist du... Warum... Was? Wie bist du da hingekommen? Warum bist du angekettet? Sie haben mich verantwortlich gemacht für die Leute, die sterben hier. Aber ich war es nicht. Ehrlich nicht. Und warum glauben Sie, du könntest was damit zu tun haben? Er ruckt so mit dem Kopf zur Seite weg. Und gibt eins seiner Ohren frei. Und das ist tatsächlich spitz. Ein Elf. Auch wenn er sonst nicht sonderlich elfisch aussieht. Ich verstehe. Kennst du sowas? Von da, wo du herkommst? Ich komme aus Grangor. Nein. Ich habe keine Ahnung, was die Leute einschlafen lässt. Wer hat dich an Bord eines Schiffs gelassen? Ich bin Schiffsjunge. Amateure. Elfen als Schiffsjunge. Wer kommt denn auf diese Idee? Wer lässt denn Elfen an Bord eines Schiffes? Sind die denn verrückt geworden, die Nostrianer? Vielleicht fahren sie deshalb so selten zur See, weil sie dann Elfen mitnehmen und dann auch noch einen liebfeldischen Elfen. Und dann passiert sowas. Das ist gleich doppelt schlimm. Könnt ihr mich losmachen? Ich überlege kurz, wenn ich ihn jetzt eigenhändig losmache, passiert mir dann irgendwas, falls das nicht, also verstoße ich gegen eine Hierarchie oder so? Nö, nicht wirklich. Dann versuche ich ihn mal loszumachen. Das Seile oder Ketten? Das sind Seile, ja. Ja, und der Axt einmal durchgehauen. Er reckt und streckt sich. Oh, vielen Dank. Bei den Göttern hast du gut. Habt ihr was zu essen? Ein Stück Brot habe ich wohl noch in der Tasche. Es ist schon 2 Tage her, seit ich was gegessen habe. Hier. So. Reich ihm das hin. Nimmt das Brot, kaut darauf herum. Dankeschön. Mögen die Götter mit euch sein.
Sagt man das so? In Gangor? Was sagt man denn bei euch? Ich habe noch nie einen Torvaler gesehen. Das ist meine erste Schiffsfahrt. Wir haben es nicht so mit vielen, Gott. Ihr seid doch Torvaler, oder? Snorri Ragnarsson bin ich. Wer bist du? Ganaion heiße ich. Du bist also Schiffsjunge. Mhm. Wie alt ist denn der ungefähr? Boah, der mag so um die 15 Winter von auf seinem Rücken haben. Also schon relativ, also kein ausgewachsener Mann, aber auch also Jugendlicher, ne? Erste Fahrt. Oh. Wollte raus aus Gangor. Die Welt, das kann ich verstehen. Hätte mir nicht gedacht, dass irgendwie hier so, dass die mich nicht leiden können an Bord. Nur wegen den Ohren. Ich meine, das hat in Gangor ja schon angefangen. Auf der Straße wird man auch immer scheiße behandelt, wenn man so Ohren hat. Wie ist das bei euch in Torwall? Kann man da vernünftig leben mit solchen Ohren? Kommt drauf an, wo. Aber Olport ist eigentlich ein in Olport, da gab es ein paar Elfen. Aber du musst von den Schiffen runter. Das sehen wir nicht gerne. Wieso? Das soll Unglück bringen. Das haben sie hier auch gesagt. Nur der Kapitän hat's nicht geglaubt. Ich weiß nicht, ob er als Erster oder als Letzter eingeschlafen ist. Er ist auch eingeschlafen. Ist denn irgendjemand noch wach? Du bist der Einzige. Man könnte tatsächlich auf die Idee kommen, du hättest damit was zu tun. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich höre mal so in mich hinein. Glaube ich ihm oder bin ich misstrauisch? Ja, er ist schwer zu lesen. Also scheint relativ abgebrüht zu sein, würdest du ihn einschätzen. Und auch gezeichnet von vielen Anschuldigungen und Vorwürfen auf jeden Fall. Mhm. Und er überlegt sich gerade sehr gut, was er sagt. So würdest du es zumindest einschätzen. Eldgrim! Es dauert eine Weile, dann kommt der Godi irgendwann angestöckelt mit seinem Stock. Diese Treppe ist ja wirklich unvernünftig steil gebaut. Was gibt's denn, Snowy? Wir haben hier einen besonderen Gast, einen, mit dem wir reden können. Wer bist du, Jüngchen? Ganaion heiße ich. Schiffsjunge. Und was soll das? Hast du ihn gefunden? Er war da angebunden. Warum hat man dich angebunden, Junge? Schau dir die Ohren an. Er ist ein Elf. Ja, zu Recht. Dann binde dich doch mal wieder fest. Fürchterlich. Am besten direkt über die Planke. Elfen. Spuckt aus. Ich glaube, er könnte noch wichtig werden. Ich bin gar kein richtiger Elf. Ich habe nur so komische Ohren. Wie, gar kein richtiger Elf? Gibt's auch unrichtige Elfen? Falsche? Warum so, sollte jemand sich... hin und zieh ihm das Ohr lang. Also, es ist halt das irgendwie aufgesetzt ist oder so. Aua! Ja. Ist auf jeden Fall echt. Natürlich ist das echt. Oh. Ah. Die Ohren sind echt, aber ich weiß nicht mal. Ich kenne nur meinen Vater, aber mein Vater war kein Elf.
Na, Snorri, es soll sowas geben, so. Leute, die sich mit Elfen fortpflanzen, weißt du? Die Elfenweiber sehen manchmal ziemlich gut aus. Kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich erinnere mich an die Akademie in Olport. Ja, stimmt, du warst da ja. Fürchterlich. Ah, viel gelernt. Über was? Schiffe. Über Elfen. Na, auch, aber vor allem über Schiffe. Ihr wisst was über Elfen? Ah, hab schon mal ein paar von Schiffe, denen gesehen. Schiffe, Jungchen, er sagte Schiffe. Schiffe sind keine Elfen. Das stimmt, denn Schiffe haben keine spitzen Ohren und gehören aufs Wasser und Elfen nicht. Jawohl. Wenn Elfen aufs Wasser gehört, dann hätte man ihnen Schiffe unter die Füße geschnallt. Oder Schwimmflossen gegeben. So ist es. Oder Kiemen. Also, ich weiß ja nicht, aber ich habe schon mal Elfen schwimmen sehen mit sowas ähnlichem wie Schwimmdingern. Jungchen. Schnickschnack. Du hast keine 20 Winter erlebt, du hast schon Dinge gesehen, die ich auf dem Weg bis Kap Brabant nicht gesehen habe. Bestimmt so einen Meerjungen Mann gesehen oder so. Nixer. Was machen wir mit ihm, Eltern? Ich würde ihn von Bord schmeißen. Nein, nein, bloß nicht. Ich könnte mich doch nicht, weil ich spitze Ohren habe, nicht vom Bord schmeißen. Elfen gehören nicht auf Schiffe. Tu dir was Gutes und sag mir noch einen anderen Grund, warum wir dich nicht über die Planke schicken sollten. Ich weiß, wo die geheime Ladung ist. Geheime Ladung? Ja, genau. Geheime Ladung. Edgrim, sagt er die Wahrheit? Ich weiß nicht. Es ist ein Elf, die lügen immer. Ich bin gar kein richtiger Elf, habe ich doch schon gesagt. Also, er spricht auch gar nicht wie ein Elf. Ich habe schon mal einen Elfen sprechen hören. Die sprechen irgendwie so... so verschwommen und so hochgestochen. Außerdem trägt er die Nase nicht so weit oben. Er könnte wirklich gar kein Elf sein. Das stimmt. Da hast du recht. Und er hat fettige Haare. Ich glaube, Elfen haben keine fettigen Haare. Auch das könnte stimmen. Ich erinnere mich jedenfalls auch, sowas noch nicht gesehen zu haben. Also, Elf, du gehst voran. Wohin? Zur geheimen Ladung. Wohin denn sonst? Ja, aber wenn ich euch die zeige, dann schmeißt ihr mich über Bord. Er ist auch schlau. Das war nämlich mein Plan. Verdammt. So. Ich schlepp ihn mal hoch zum Hetman. Ja, der guckt sich gerade in der Kapitänskajüte um. Hetman, es gibt einen, der hat überlebt. Snorri. Oh. Was ist das für einer? Hat spitze Ohren, aber er sagt, er ist kein Elf. Er hat, packt so sein Amulett, spitze Ohren. Sofort über Wasser, über Bord. Moment. Du weißt was du uns sagen kannst. Was dich nützlich macht. Erzähl es dem Hetman. Ich weiß, wo die geheime Ladung ist. Was für eine geheime Ladung? Die geheime Ladung von Herrn Castellani. Talgiin. Der Name kommt mir bekannt vor. Den habe ich, glaube ich, gerade gelesen im Logbuch. Ist das der Kapitän? Nein, hier in den Frachtpapieren.
Es war einer von irgendwie, der hier die Ladung irgendwie aufgegeben hat. Snorri geht mal zu den Frachtpapieren und guckt sie sich an, tut so, als könnte er das lesen. Du kannst lesen, Snorri? Ich kann es zumindest versuchen. Ah ja, okay. Siehst du hier, da ist der Name. Ah, okay. Ja, genau. Und von ihm ist die geheime Ladung. Und was ist das für eine geheime Ladung? Warum ist die geheim? Ich weiß nicht, warum geheim, aber es sollte niemand davon wissen, dass sie an Bord ist. Und sie ist auch nicht in den Truhen und im Laderaum. Seit wann haben Nostrianer irgendwelche Schatzkammern in ihren Schiffen? Geheimverstecke. Ich glaube, sie sagten irgendwas von plündernden Torwallern. Noch nie von gehört. Wir gehen einem ehrlichen Handwerk nach. So ist es. Nun, warum denn jetzt hier geheim? Was ist, ich weiß es nicht. Ich bin ja nur der Schiffsjunge, aber ich habe den Leuten zugehört. Ich überlege mal, wo man so eine geheime Ladung unterbringen könnte. Ja, mit all deinem Fachwissen, was Schiffsbau oder so angeht, könnte es tatsächlich sein, dass es irgendwie im Heck des Schiffes irgendwie einen leeren Raum, einen Raum gibt, wo ihr bis jetzt noch kein Zimmer gefunden habt. Ein Hohlraum. Hinten im Schiff, im Heck, da könnte noch ein Raum sein. Ganaion macht so große Augen. Das wollte ich auch gerade sagen, oder jetzt hat er es gesagt, aber ich darf trotzdem an Bord bleiben, oder? Habt ihr dem das versprochen? Ich versprochen, aber ich hatte das Gefühl, er könnte noch wichtig sein. Ja, ich bin sehr wichtig. Ich kann sehr gut die Planken schrubben. Dann lass uns doch mal schauen, ob wir diesen geheimen Raum finden. Ist nicht wirklich groß, ist nur so ein kleines. Ist was Kleines. Ja, wir versuchen unser Glück, würde ich sagen. Er führt euch dann zu der Wand, die eigentlich sehr fest aussieht und ein großes Bild hat von einer Küstenlinie, die Snorri unbekannt ist, aber einen schönen Sonnenuntergang zeigt. Die Sonne versinkt hinter der Küstenlinie. Und der Elf klopft so zweimal auf das Bild, auf den Rahmen, einmal rechts, einmal links und zweimal oben. Und dann setzt sich ein kleiner Mechanismus in Gang und dieses Bild schwingt zur Seite und gibt da eine kleine Art Tresor oder Hohlraum frei, in dem ein kleines Schächtelchen liegt. Hab ich doch gesagt. Ja, ich geh mal hin. Sie haben gesagt, das gehört diesem Castellani Talgin. Gucken wir das Kästchen mal an. Ja, das Kästchen fühlt sich sehr leicht an. So ein bisschen verziert mit ein paar Metallumfassungen. Kleines Schloss für einen sehr kleinen Schlüssel. Und es ist zugeschlossen. Habt ihr beim Kapitän irgendwo einen Schlüssel gefunden? Ja,
hier mehrere Schlüssel, ja. Her damit! Ja, bringt den großen Schlüsselbund, den man beim Kapitän gefunden hat, und tatsächlich einer der Schlüssel passt auf das kleine Schächtelchen. Es schwingt auf und das Schächtelchen ist leer. Wisst ihr, was eure geheime Ladung ist? Was ist denn drin? Was ist drin? Ich weiß es selber nicht. Nichts! Wie nichts? Ja, hier, drück ihm das Ding ins Gesicht. So. Hier! Verdammt! Der Plan war nach hinten losgegangen. Was denn für ein Plan? Ich wollte nur, dass ihr mich nicht über Bord schmeißt. Aber das ist doch ein Plan. Ich gucke noch mal, ob das Schächtelchen irgendwie einen zweiten Boden hat oder so. Nee. Ich hau das Ding wieder zu. Und jetzt? Da ist eine Schachtel, die ist zugeschlossen und leer in einem Tresor. In einem Schiff, wo alle Leute tot sind, außer dem Elfen. Das ist schon sehr verdächtig. Hey, was soll ich denn gemacht haben? Ich war angebunden. Aber Elfen können doch zaubern oder so. Vielleicht hast du sie alle verhext. Ich bin kein richtiger Elf. Ich kann auch nicht zaubern. Vielleicht hat es ja irgendwer schon rausgenommen. Dadurch dieses ganze Schlamassel ausgelöst und alle schlafen geschickt. Könnte sein. Ich schaue mir mal. Ich gehe mal zum Kapitän und gucke mal, ob der irgendwas in der Tasche hat, was so da reinpassen könnte. Ein Zettel oder ein Gegenstand oder so. Tastest ihn ab und er hat tatsächlich ein kleines Schriftstück in einer Innentasche. Ein ungefähr 2 Finger langes kleines Schriftstück. Was könnte in die Schachtel gepasst haben? Kusslicker Zeichen vermutlich? Tatsächlich keine Kusslicker Zeichen. Sondern? Sieht verschnörkelter aus. Ich schaue mal in die Runde. Edgen, kannst du das lesen? Oh Gott, oh. Das ist elfisch. Das habe ich ja schon, ich habe einmal elfisch gelesen. Ich kann es, natürlich kann ich das lesen. Dann lies vor. Hier steht, Elfen, bla 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 bla. Bla, ich glaube, dass da ist ein Name. Au! Halt die Klappe! Was denn? Elfensprache ist schwer. Glaube ich, deswegen machen wir Elfen! Elf, komm her! Kannst du was lesen? Und was denn? Hier. Und wenn? Ich gucke den Hetman an. Von mir aus könnte er dann bleiben. Sind die da sicher? Na, Torwa ist noch wie weit? Eine Tagesreise noch. Einen Tag schaffen wir noch. Einen Tag kann er das Deck blitzblank schrubben. Nachher heißt es, wir haben ein von Elfen geputztes Schiff der soll bloß keine Hand an mein Boot legen. Na gut. Kannst du das lesen jetzt, Junge? Wenn ich mit euch mitfahren darf, ja. Snorri. Ihr wollt's doch auch wissen. Snorri. Wenn er kein Elf ist, was er immer sagt, warum kann er dann elfische Sprache lesen?
Also er sagt, sein Vater ist ein Mensch gewesen. Seine Mutter hat er nie kennengelernt. Also, sein Halbelf. Elfische Frauen sind eigentlich mal ganz schön anzusehen. Tja, wer mit ihnen schläft, da kommt sowas raus. Also. Wo habt ihr die Schrift der Elfen lesen gelernt? Nein, wo hast du die Schrift der Elfen lesen gelernt? In Grangor. Gibt es da viele von euch? Ein paar. Also, ich finde, er liest vor und wir erfahren, worum es geht. Ja. Na gut, dann lies vor, Jungchen. Okay, also ihr lasst mich am Leben und ich lese das vor. Wie wäre es, wenn ich euch das vorlese, wenn wir im Hafen ankommen? Also wenn ich den Hafen sehen kann, dann lese ich es vor. Vertraust du uns nicht, Elf? Ganz ehrlich, nein. Er kann es ihm verübeln. Von mir aus. Weißt du was, Elf? Wenn wir in Torwall ankommen, gibt es da bestimmt noch mehr Leute, die Elfisch lesen können. Also können wir dich auch jetzt gleich reinschmeißen. Dann sieht man uns auch nicht mit einem Elfen im Hafen ankommen. Etwas. Also, entweder du liest das jetzt vor oder du liest überhaupt nichts mehr vor. Und nenn uns nicht. Wir sind Ehrenmänner. Wir stehen zu unserem Wort. Also, wenn ich dir sage, du darfst mitfahren, dann schmeiße ich dich höchstens ein paar. Kurz vor dem Hafen ins Wasser. Muss ja auch mein Gesicht wahren. Kannst du schwimmen? Ein bisschen? Na, vielleicht kurz vor dem Kai. Aber dann mit Schmackes. Weißt doch, wir können uns nicht mit dir an Bord sehen lassen. Das sind doch keine Nostrianer oder Liebfelder. Aber bis dahin darfst du mitfahren. Er macht so einen merkwürdigen Gesichtsausdruck und scheint abzuschätzen, ob er dem Kapitän trauen kann. Ihr wollt mich im Winter ins Wasser schmeißen und dann schwimmen lassen bis zum Hafen. Bestes Angebot, anderes kriegst du nicht mehr. Und was ist, wenn ich das mache? Und dann nimmt den Zettel und schluckt den rund und kaut darauf herum, also steckt den sich in den Mund und kaut darauf herum. Schluckt den dann den ganzen herunter. Was halt? Jetzt werdet ihr nie erfahren, was darauf stand. Es sei denn, ihr. Ich meine. Blech. Verschlagener Elf. Ich wusste, man kann ihm nicht trauen. Ist das wert, Snorri? Ich meine, jetzt hat er uns schon mal belogen, jetzt hier. Betrogen. Elfische Sachen gemacht. Ich will wissen, was da drauf stand. Ich kann es dir sagen, aber erst im Hafen. Ich will, dass er bleibt. Du willst, dass wir mit einem Elfen an Bord an den Hafen von Torwall einfahren? Wir sind das Gespött auf dem ganzen Fest.
Könnten ihn noch ein Stück weiter weg an der Küste rauslassen. Schon einmal anlanden, das muss ja keiner mitbekommen. Würde ich machen. Wir erfahren, was das mit dem einen hier auf sich hat. Er bleibt am Leben und wir wahren unser Gesicht. Das gefällt mir am besten an dem Plan, dass ich bleib am Leben. Das glaube ich wohl. Und mir gefällt das mit dem Abenteuer am besten und mit dem, dass wir erfahren, was hier passiert ist. Und der Hetman, der freut sich darüber, dass keiner uns auslacht. Wulfric, tu mal den Kleinen hier unten an Bord. Und zieh ihm eine Mütze auf, dass die Ohren nicht so zu sehen sind. Vielleicht lässt sich Swaffner ja ablenken und sieht nicht, dass wir einen Elfen an Bord haben. Oh Götter. Elfen an Bord. Möge Swaffner uns beistehen. Oliver. Meinst du, der erzählt uns nicht irgendwie einen Unsinn jetzt? Ich meine, der kann uns jetzt was weiß ich was erzählen. Wir haben ja keine Möglichkeit mehr, das zu überprüfen, was er sagt. Hm. Aber wir müssen ihm einfach vertrauen. Der kommt aus dem Liebfeld, hat spitze Ohren und ist der einzige Überlebende an einem ganzen Schiff voller Toter. Ich möchte, dass du ein gutes Auge auf ihn behältst. Mach ich. Gut, dann durchsuchen wir das Schiff jetzt. Weiter. Vielleicht finden wir noch irgendwelche geheime Ladungen oder irgendwelche Überlebenden. Gute Idee, Hetman. Snorri strömt noch ein bisschen durch die Kajütentrakt. Durch die Mannschaftsquartiere und finde es tatsächlich irgendwie in einer längeren Suche noch etwas elfisch aussehendes in einer Hängematte, nämlich ein merkwürdig aussehendes elfisches Amulett. Zumindest trägt es auch so elfische Zeichen. Und ein kleines Büchlein. Allerdings ein kusliger Zeichen. Ich stopf mir das Amulett mal so unter den Pelz, dass das keiner sieht. Und das Buch, das so. Passt das auch ins Hemd noch? Mhm. Ja. Und dann gehe ich mal zu unserem Passagier. Gehst zurück irgendwie, die anderen sind noch schwer beschäftigt, damit noch irgendwie das Schiff zu durchkämmen. Und lässt dich an der Strickleiter herunter auf das Drachenboot. Und siehst dann, wie der Elf irgendwie auf dem Boden kniet, neben dem Wulfric, der ihn ja hier runter begleiten sollte und den so rüttelt. Hallo! Hallo! Und dann sieht er dich kommen. Du da! Ich glaube, irgendwas stimmt mit dem nicht. Mit wem? Mit dem Elfen oder mit Wulfric? Mit dem Wulfric, der mich hier runtergebracht hat. Hallo, aufwachen. Der ist eingeschlafen. Oh, Scheiße. Ich war's nicht, ehrlich nicht. Also ein bisschen den Pelz aufzeigen, das Amulett. Was ist das?
Das habe ich von meinem Vater. Mhm. Familienerbstück. Darf ich es wieder haben? Das bleibt bei mir. An Land kannst du es haben. Na gut. Ich vertraue dir. Und in welchem Umkreis sind denn andere Torwaler? Nee, die sind oben auf dem Schiff halt. Du bist jetzt allein mit dem Elfen und auf dem Drachenboot. Oh. Ich habe noch was. Ein kleines, hol das Buch raus. Mein Tagebuch? Ja. Lies es mir vor. Ich soll dir mein Tagebuch vorlesen? Natürlich. Das ist ziemlich intim. Ich nehme mal so, greife ihn mal so ans Kinn. Hör mal zu, mein Freund. Wir nehmen dich mit, obwohl du ein Elf bist. Ulfric ist schon eingeschlafen. Wie die ganzen nostrianischen Idioten da oben auch, auf dem anderen Schiff. Das wird doch so weitergehen. Ich will wissen, warum. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt uns ja dein Tagebuch einen Tipp. Ich weiß ganz genau, was ich da reingeschrieben habe. Und da war nichts über Schlafkrankheit oder so. Also, ich weiß nicht. Ich weiß halt nichts. Lies mir die letzten 5 Tage trotzdem vor. Er liest vor. Mhm. Und dir kommt eine Sache ziemlich merkwürdig vor, als er die vorliest. Mhm. Die hat jetzt so in seiner Erzählung irgendwie keine große Relevanz. Zumindest scheint es irgendwie auch in seiner Erzählstimme so zu sein, dass eben das nicht sonderlich unangenehm ist, das vorzulesen oder irgendwie großartige Bedeutung hat. Aber er hat halt hin und wieder auch seine Träume irgendwie aufgeschrieben, die er gehabt hat. Mhm. Und er berichtet tatsächlich auch von einem Traum von fallenden Sternen. Mhm. Und dann von einem Schatten, der den Traum verdunkelt hat. Wann habt ihr das geträumt? Wie lange ist das her? Vorgestern? Immer mal wieder. Das ist ein komischer, merkwürdiger Traum. Immer mal wieder derselbe Traum? Mhm. Der Himmel verdunkelt sich? Ja. Ja, nicht unbedingt der Himmel, aber alles um einen herum. Kam in dem Traum ein Gesicht vor? Mehrere Gesichter, ja. Mhm. Was für Gesichter? Erzähl. Unterschiedliche. Männer, Frauen. Menschen. Ja. Elfen. Kann sein. Eins von den Gesichtern hat immer einen Namen gerufen, glaube ich, aber ich kann mich nicht richtig dran erinnern. Haben dir der Name bekannt vor? Nein. Aber er hat eine merkwürdige Faszination, wenn man ihn ausspricht. Fällt er dir noch ein?
legt so die Stirn in grübelnde Falten. Aran Talva lässt den Himmel kreischen. Kommt mir das irgendwie bekannt vor? Sagt dir nix. Du hast mir auf jeden Fall geholfen. Eine Hand wäscht die andere. Ich steck das Tagebuch wieder ein. Gehen wir zu Edgar. Ja, ist zurück zum Godi, der immer noch in den Papieren herumstromert. Die haben irgendwas für einen Magier transportiert. Wie hieß der denn? Hilberto Castellani Taligin. Für den war auch dieser Zettel. Ja, genau. Ein magischer Zettel vielleicht. Wer weiß es denn? Hier in den Papieren steht, dass er dieses Zeugs nach Gerasim bringen sollte. Also, das Zeug sollte nach Gerasim. Er war nicht an Bord. Haben wir was von dem Zeug hier? Dieses Schriftstück. Ach. Was der Junge gegessen hat. Ach. Okay. Sag mal, wann hast du das Orakel geworfen? Wann hast du das Orakel befragt? Vorgestern. Vorgestern. Alles vorgestern. Wieso? Ich hatte vorgestern einen Traum, in dem sich der Himmel verdunkelte über unserem Schiff. Und der Elf hatte vorgestern auch einen Traum, in dem sich der Himmel verdunkelte. Verstehe. Godi, was sagt ihr dazu? Habt ihr sowas schon mal gehört? Dass Menschen die gleichen Sachen träumen? Es kommt vor, dass Träume mächtige Kommunikationsmittel sind. Es gibt mächtige Magier, die Träume beeinflussen können. Aber du bist ja kein Magier, Snorri. Ich widerfahre diese Träume einfach. Manchmal träume ich und manchmal nicht. Und immer wenn ich träume, wünschte ich, hätte es nicht getan. Die Elfen behaupten, dass Träume wichtig sind. Die behaupten von sich, sie hätten sich in die Welt geträumt, hat mir mal einer erzählt. Das klingt Unsinn. Elfisches Kauderwelsch. Wie soll das gehen? Ich weiß nicht. Was hat er sonst noch geträumt? Und woher weißt du das? Hast du ihn gefragt? Ich habe ihn gefragt. Und dann erzählt er dir von seinen Träumen? Er
Naja. Manchmal muss man ja nur die richtigen Fragen stellen. Der kam mir ziemlich verschlagen vor. Aber er ist halb so alt wie ich. Das heißt nichts. Aber den alten Snorri. Wenn das wirklich ein Elf ist, Elfen altern nicht, Snorri. Er könnte Jahrtausende alt sein. Auch wenn er behauptet, er wäre keine Elfe, aber vielleicht lügt er uns an. Ich ziehe das Tagebuch aus der Jacke, aus dem Pelz. Er hat es mir vorgelesen, er hat es vor anderthalb Tagen aufgeschrieben. Zeig her. Du kannst das doch lesen. Du kannst überprüfen, ob er die Wahrheit gesagt hat. Ja, das steht hier tatsächlich. Eigenartig, wenn er ein Elf ist, warum schreibt er in kuseliger Zeichen? Vielleicht. Aber er sagt ja von sich, er ist kein Elf. Entweder ist das eine sehr, sehr gute Tarnung und es ist. Das macht mir Kopfschmerzen, Snorri. Mir auch, Edgar, mir auch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich fand es bemerkenswert, weil er eben. Ich habe vor anderthalb Tagen eben auch geträumt. Und du hast die Runen geworfen. Ja, auf diesem Seegang. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig deuten konnte. Bin das nicht gewohnt. Ich bin, als ich so alt war wie der Knirps, bin ich mal auf See gefahren. Wie viele Winter hast du schon gesehen? Zu viele, Snorri. Ist er noch älter als ich? Oder? Ja. Nun gut, alter Mann, dann sehen wir, dass wir dich an Land kriegen. Klopfe ihm auf die Schulter. In Torwall soll es das beste Met geben. Und da wir jetzt ja mit Gold zurückkommen, können wir uns einigen Met leisten. Aber diese Träume, ich muss darüber nachdenken. Ich muss darüber nachdenken, Snorri. Gerasim, Belanca, also dieser Hilberto kommt aus Belanca. Wo ist das? Im Liebfeld. Gerasim, das ist in den Elfenland. Irgendwo, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich weiß nicht genau, wo das liegt. Aber ja, das hat irgendwas mit Elfen zu tun. Das häuft sich. Diese verdammten Nostrianer, warum nehmen die Elfenzeug an Bord? Die sollten es... Ich muss darüber nachdenken. Sorry, ich brauche ein bisschen Ruhe. Vielleicht. Mach das. Wenn dir was klar wird, dann komm zu mir. Mhm. Der vertieft sich wieder in die Schriftstücke. Gehen wir nach oben. Guck mal, wie weit es noch so ist. Oder? Ja. Die Bärhild, die Köchin auf eurem Schiff, schaut jetzt gerade über die Reling, als du nach draußen kommst. Wulfric! Wulfric! Was machst du denn da unten? Snorri, was ist mit Wulfric los? Wulfric schläft. Jetzt?
Ja. Er sollte doch auf diesen Knirps aufpassen. Das habe ich dann übernommen. Wo ist er denn? Da unten. Ja, wo? Ich kann ihn nicht sehen. Bei unserem Passagier ist er. Auf dem Drachenboot. Ja. Aber ich sehe. Lass mal runtergehen. Ja. Er klettert wieder von oben wieder nach unten. Ja. Findet auf dem Drachenboot nur den schlafenden Wulfric. Also schlafend ist inzwischen auch der falsche Begriff, denn er atmet nicht mehr. Wulfric! Verdammt, Snorri, was ist mit ihm? So fing das oben auch an. Hat uns dieser elfische Fluch jetzt gepackt? Wo ist dieser Elf? Der ist auch weg. Verdammt, weit kann er nicht sein. Irgendwo hier an Bord muss er ja sein. Oder oben. Hetman! Hetman! Der Gefangene ist ausgebüxt. Verdammt! Ich hatte doch auch Wulfric gesagt, dass er sich darum kümmern soll. Was macht ihr da unten? Snorri! Was ist mit Wulfric? Wulfric geht es wie den Nostrianern. Er ist eingeschlafen. Ist er nur eingeschlafen oder offensichtlich wunden oder so? Er atmet nicht mehr. Er atmet nicht mehr. Findet diesen Elfen. Sucht ihn. Berhild klettert vor dir schon die Reling wieder hoch. Schaut sich dann nochmal um. Armer Ulf. Hör mal, Wulfric. Ich durchsuche unten nochmal das Schiff. Also. Das Drachenboot. Kann man. Gibt es nicht viele Möglichkeiten, sich zu verstecken da. Deswegen. Dann müsste ja schnell gehen, die Überprüfung. Ja, findest nichts weiter. Verfluchter Mist. Da, wieder hoch. Geschäftiges Treiben oben. Die Leute dann aus der Jasko laufen irgendwie kreuz und quer in die Luken rein. Einer klettert gerade hoch auf den Mast und versucht in den Ausguck zu gucken, ob sich da jemand versteckt. Geh nochmal in die Kapitänskajüte. Ja, da sitzt der Godi immer noch vor den Papieren. Hast du unseren Passagier gesehen? Ich gehe zu ihm hin und versuche ihn aufzuwecken. Lässt sich nicht wecken. Verflucht. Ich renne raus. Edgrim ist der Nächste. Was? Weck ihn auf. Ich hab's schon versucht. Geht nicht. Weck ihn stärker auf. Hau ihn mal runter. Ich gehe wieder ran. Versuch's mal mit Backpfeife. Keine Chance. Er wacht nicht auf. Verflucht. Ich hol mal das Amulett raus. Wedel mal damit oder so. Was man so machen könnte mit Amuletten. Drück's ihm irgendwie auf den Kopf oder wedel davon. Passiert nichts. Nein. Verfluchter Elfentand. Zack, wieder eingesteckt. So. Ich gehe wieder runter, wo ich ihn gefunden habe. Mhm. In die Gefängniszellen, oder? Genau. Mhm.
Ist da irgendwer? Oder ist er da? Er ist nicht da, nur die beiden Wärterleichen, die vorher schon auch da waren. Ich überlege, wo er sich sonst noch verstecken könnte. Ja, das Schiff ist groß, also gibt unten, also je nachdem, wenn er in Bewegung bleibt, wird es für euch gar nicht so einfach, ihn zu finden. Vor allen Dingen, da ihr jetzt ja nur noch eine Handvoll Leute seid. Das zwei stimmt. Von euch sind ja schon weg. Gibt es so eine Stelle, wo man, wenn ich was sage, was laut sage, das im Schiff ungefähr überall hört? Es gibt bestimmt so eine Art Sprechrohr, ja. Nehme ich mal ein Sprechrohr. 11, komm raus, ich hab dein Tagebuch und dein komisches Ding. Keine Reaktion. Als nächstes stolpert Efferdane, eine von euren Kriegerinnen. Wer hält es eingeschlafen? Mitten vor mir, einfach so im Gehen. Verflucht. Wo ist der Hetman? Wo ist der Hetman? Hetman! Schnell, Snorri, komm mit. Ich habe ihn, glaube ich, eben in die da hinten hingesehen, wie er runter ist zu den Kajüten. Na, ich gehe mal hinterher. Ich gehe mal dahin. Du gehst hinterher und biegst um eine Ecke. Also sie biegt zuerst um eine Ecke und dann du folgst direkt hinterher und dann merkst du, wie sie irgendwie stehen bleibt, so bevor sie ganz rum ist und du läufst so auf sie auf. Stopp! Blickt sich dann so zu dir um. Hier ist nichts. Wir gehen in die andere Richtung. Sackgasse. Moment. Ich versuche an ihr vorbeizukommen. Ich versuche das ein bisschen zu verhindern. Los, lass uns schnell. Wir müssen den Hetman suchen. Was willst du mir nicht zeigen? Gar nichts. Hier ist der Garten. Hier ist eine Sackgasse. Ich will da jetzt um die Ecke. Warum? Vertraust du mir nicht, Snorri? Ich bin's, Efferdane. Kennst mich doch schon dein Leben lang. Hast du auf mich aufgepasst, als ich klein war. Oder? So ist das. Und deswegen frage ich mich, was du vor mir verheimlichen willst. Gar nichts. Wir müssen nur den Hetman schnell finden. Und je länger wir hier rum... Ach, guck doch, von mir aus. Ja. Guck um die Ecke. Gehst um die Ecke und siehst dort Efferdane liegen auf dem Boden. So, ich drehe mich, also versuche sie eben zu finden. Wer bist du? Wer bist du? Was? Gehst du auf den Boden oder was? Nee, sie stand ja gerade noch neben mir. Du bist an ihr vorbei, in die Sackgasse rein und dann lag sie halt am Boden. Ne? Ja, und jetzt müsste ich mich ja umdrehen und dann müsste ich sie ja noch sehen. Dann siehst du den Elf vor dir stehen. Ich versuche ihn irgendwie zu packen. Ja, weich dir so einen ganz gekonnten Ausweichschritt aus. Bist du schlau, Snorri? Wer bist du? Kommst zu spät. Kommst zu spät.
Was? Warum? Wofür? Keiner kann dir mehr helfen. Jetzt sind wir hier ganz alleine, nur wir zwei. Was meinst du, wie das für dich ausgeht? Wir sind auf dem Meer und du bist ein verdammter Elf. Wie meinst du, dass das für dich ausgeht? Ich versuche ihm nochmal so... Schlägst ihm den Ellenbogen so einmal quer ins Gesicht und der Kopf ruckt so zur Seite weg. Und dann zieht er den Kopf ganz langsam wieder nach vorne. War das alles? Ich greife mir mal meine Axt und versuche ihm. Schlägst mit der Axt nach seinem Arm. Die Axt dringt tief so in das Schulterblatt ein. Ziehst die Axt wieder raus und siehst, wie die Wunde sich augenblicklich schließt. Was bist du? Mein Meister hat mich unverwundbar gemacht. Wer ist dein Meister? Arantalva lässt den Himmel kreischen. Er kam in meinen Träumen zu mir. Er hat uns gefunden. Und er wollte das Artefakt. Welches Artefakt? Diesen Tand hier? Das Schriftstück. Jetzt weiß er, wo es ist. Er weiß, dass es nach Gerasim gebracht wurde. Er wird aufbrechen dorthin. Und ihr kommt zu spät, ihr könnt ihn nicht aufhalten. Na, das will ich aber wissen. Was willst du tun, kleiner Torvala? Mich nochmal mit deiner Axt schlagen? Ich werde mir dein Leben nehmen, aber noch nicht jetzt. Ich werde mir damit ganz viel Zeit lassen, denn anscheinend bist du auch ein Träumer, nicht wahr? Vielleicht lasse ich dich für meinen Meister. Ich versuche ihn nochmal so aus dem Weg zu boxen. Ja, die reine physische Kraft, lässt ihn zurücktaumeln. Dann versuche ich mir den Weg frei zu boxen, sozusagen. Steht dir nicht im Weg, du kannst einfach dich umdrehen und rauslaufen, wenn du möchtest. Ich gehe erstmal raus. Trittst wieder nach draußen auf das Schiffsdeck. Eiswaffen hier, was ist hier los? Hörst du noch ein Lachen von hinter dir? Und wie meinst du, dass wir jetzt von hier wegkommen? Steht nicht mehr hinter dir. Verfluchter Elf! Überlege, ob ich irgendwie von hier wegkomme. Nur mit dem Drachenboot halt, ne? Aber alleine. Du hast ja noch deine Leute. Eldgrim, Wulfric und Effadane scheinen es bis jetzt nicht geschafft zu haben, aber wer weiß. Wo die anderen sind gerade. Ja, runter aufs Drachenboot. Wo? Der Hetman war auch noch verschwunden. Ja. Ich guck mal über die Reling aufs Drachenboot, ob da was da noch los ist. Da sitzt nur der Wulfric in sich zusammengesunken. Verflucht.
Dann tauchen irgendwann aus einem, aus dem, aus einer Luke Bjarne und Rondreja auf. Also der Hetman und eine Kriegerin. Snorri. Ja, du hast gerufen. Was ist passiert? Elf. Was ist mit dem Elfen? Er dient irgendeinem Magier, irgendeiner Gestalt. Nennt sie den Meister, der die Himmel vom... die Sterne vom Himmel fallen lässt oder so. Und der Zettel, das Artefakt muss nach Gerasim, sagt er. Und das ist alles sehr wirr. Los, wir sammeln die anderen ein und wir verschwinden von hier. Lass diesen scheiß Elfen doch hier an Bord, ist mir egal. Wir müssen nach Gerasim. Großes Unheil droht. Nach Gerasim? Das ist weit im Landesinneren. Ich weiß, aber Edgrim hatte ja die Runden geworfen. Du erinnerst dich. Ja. Und ich habe geträumt. Am selben Tag. Es sah nicht besser aus. Ich glaube, wir müssen großes Unheil verhindern. Verstehe nicht, was du meinst. Irgendeine komische Vision wieder von dir? Wenn sie komisch wären, dann würde ich darüber lachen. Jetzt lass uns erstmal von hier verschwinden. Nach einiger Zeit sammelt ihr auch Bärhild und Trut noch ein. Und damit sind das die restlichen Leute, die noch von euch übergeblieben sind. Auch Eldgrim nehmt ihr mit und Effadane. Auch wenn sie inzwischen schon nicht mehr atmen. Und macht dann die Taue von dem großen nostrianischen Schiff ab und setzt euren Kurs fort Richtung Torwahl. Snorri blickt noch einmal zurück auf das Schiff und meint, eine Gestalt an der Reling von oben winken zu sehen. Als sich eine Wolke vor die Praios-Scheibe schiebt und alles dunkel wird um ihn herum. Ja. Der Wind flaut auf und treibt euer Boot schnell voran. Und das nostrianische Schiff ist bald auch nicht mehr in Sichtweite. Wir hätten niemals an Bord gehen sollen. Was machen wir jetzt ohne Godi? Was sagen wir seiner Frau, wenn wir zurückkehren? Er war viel zu alt, ich hätte ihn nicht mitnehmen sollen. Du hast recht. Ja, natürlich habe ich recht. Lass mich raten. Dasselbe denkst du auch über mich. Das will ich nicht hätten mitnehmen sollen. Wer weiß, vielleicht bist du schuld, dass wir dieses Schiff, du hast es zuerst gesehen. Du hast diese komischen Träume gehabt. Du hast den Elf zuerst entdeckt.
Ja. Jetzt willst du, dass wir dezimiert mitten ins Landesinnere reisen und nach irgendeine komische Elfenstadt gehen? Vergiss es, Snorri. Wir reisen so weit wir können wieder aus Torval ab. Verkaufen alles, was wir hier geplündert haben. Suchen uns ein paar Söldner, die unsere ausgefallenen Kämpfer ersetzen und segeln zurück nach Ulport. So auf dem schnellsten Wege. Lass die scheiß Elfen noch Elfen sein. Und die Magier Magier-Sachen machen. Mir doch egal. Ich habe gesehen, dass die Sonne sich verdunkelt. Ja, die Wolken sind aufgezogen. Glaub mir, ich habe anderes gesehen. Ich glaube, das ist größer als unser Schiff. Das ist größer als dieses nostrianische Schiff. Und vielleicht ist es auch größer als Torvald. Dann ist es zu groß für uns. Ich glaube. Kannst es ja dem Swafnir-Tempel melden. Wenn sie Das dir ist schon mal eine gute Idee. glauben, vielleicht helfen sie dir ja da. Aber wir werden nicht nach Gerasim reisen, ganz bestimmt nicht. Nie wieder lasse ich irgendeinen Elfen in die Nähe von mir. Lieber jage ich ihm meine Axt auf den Kopf. Ich muss nachdenken. Tu das. Gehe Tut. wieder nach Zurück vorne. ans Steuer. Ich gehe wieder nach vorne und halte Ausschau. Und verbringst den Rest des Tages dort und am Anfang des nächsten Tages ist Torval in Sicht. Möchte Snorri noch über etwas Bestimmtes nachdenken? Ich überlege, Snorri überlegt noch, ob er da. Ob er das vielleicht alleine machen muss. Sich auf diese Reise begeben. Den Hetman kann er nicht umstimmen. Ihr legt an, verkauft in Torval eure Truhen von dem Zeug, was ihr mitgenommen habt. Kauft für das viele Gold wertvolle Dinge ein für euer Dorf. Ich gehe mal in den Swafnir-Tempel. Ein großes einladendes Langhaus, die Abbildungen des Gottweis omnipräsent. Swafnir zum Große. Swafnir zum Große, Fremder. Mit wem habe ich die Ehre? Ragnarsson. Snorri Ragnarsson aus Olport. Olport. Ich bin Torbrand. Was kann ich dir helfen? Ich stehe vor einer schweren Entscheidung. Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir ein Orakel werfen? Das wohl. Worüber? Wohin meine Reise geht? Was steht denn zur Auswahl?
zurück und aufs Altenteil oder alleine ohne die Otajasko auf einen großen Weg? Du hast schon einige Sommer gesehen, nicht wahr? So ist es. So ist es. Und eigentlich hätte ich gar nicht hier sein sollen. Aber unser Dorf, eine Krankheit. Und dann waren so wenige Fahrtüchtige übrig, dass ich doch mit durfte. Oder mit musste. Ihr seid für das Fest hier. Ja. Eigentlich schön. Und dann kam alles anders. Und jetzt ist die Frage, kehre ich... Was bedrückt dich denn so, wenn ihr zu das Fest hier seid? Ich habe geträumt. Ich habe geträumt, dass sich der Himmel verdunkelt. Mhm. Und ich habe einen Ruf gehört. Ein Ruf? Ein Gesicht mit einer Stimme. Die rief etwas. Und was? Ich kann mich nicht erinnern, aber ich habe das Gefühl, ich werde gerufen. Verstehe. Und ich kann doch nicht, wenn die Welt untergehen sollte, kann ich doch nicht in meinem Dorf auf meinem alten Teil sitzen. Du hast das Gefühl, dass die Welt untergeht. In meinen Träumen verdunkelt sich der Himmel. Das bedeutet aber nicht, dass die Welt untergeht. Es ist Winter. Da passiert das öfters, dass sich der Himmel verdunkelt. Ihr recht, ja. Danach kommt der Frühling und der Sommer. Der Kreislauf des Lebens, so wie Swafni ihn eingerichtet hat. Wie recht ihr habt, aber es sind dunkle Mächte im Spiel. Begegnete einer Gestalt, die menschlich schien, aber kein Mensch war. Inwiefern? Sie ließ sich nicht verletzen. Oder heilte sofort. Und wie sie ließ sich nicht verletzen. Ich habe ihr meine Angst über die Schulter gezogen, in die Schulter gehauen und noch während ich die Angst zurückzog, heilte die Schulter schon wieder. Macht eine erstaunliche Geste. Das ist ungewöhnlich. Und diese Gestalt sprach zu mir und sagte, sie hätte sich mit jemandem verbunden und nannte diese Person Meister. Es geht um dunkle Mächte. Und ich habe das Gefühl, ich muss nach Gerasim und das aufhalten. Warum noch dort? Weil irgendetwas dorthin gemacht werden sollte. Ein Artefakt, ein Schriftstück. Und ihr habt das Gefühl, das hat damit irgendetwas zu tun. Ja. Ich merke... Swafnir schenkt mir Gesichte und ich will seinem Ruf folgen. Gerasim ist weit weg vom Meer. In Firons Hand. Jetzt im Winter. Wenn mich die Geografie nicht täuscht. Aber. Und ihr fragt jetzt, ob ihr diesem Drang, den ihr mir schildert, nachgeben sollt oder ob ihr zurück an Heim und Herd kehren sollt. Denn eins ist klar, nochmal nimmt mich der Hitmann nicht mit. Was lasst ihr denn zurück? Meine Werkstatt. Und die Otajasko. Aber so wie es aussieht, ist der alte Edgrim sowieso nicht mehr im Leben.
Ich lasse ein Haus zurück und meine Werkstatt. Und die Gemeinschaft. Ihr sprecht auch nicht sonderlich gut von eurem Hetman. Verzeiht mir. Aber er findet, ich sei zu alt, um zur See zu fahren. Alter ist relativ. Ich habe schon Männer und Frauen gesehen, die weitaus älter waren als ihr und noch zur See gefahren sind. So ist es, aber er sieht das nicht so. Verstehe. Nun, Snorri Ragnarsson. Dies ist ein Tempel des Svafnir. Irrt ihr in den Travia-Tempel gegangen, würde man euch wahrscheinlich sagen, kehrt nach Hause zurück ans Herdfeuer. Aber der Gottwahl will, dass wir uns dem Abenteuer stellen. Und wenn ihr das Feuer in euch spürt, das Wehe in die Ferne, dann setzt euren Fuß auf den Weg, den ihr gehen müsst. Ein Haus und eine Werkstatt zurückzulassen ist kein großes Opfer, wenn man den Ferndrang verspürt. Auch wenn es euch landeinwärts führt und weit weg von Svafnirs Gefilden. Aber wisset, es wird Gottwall ist auch am Land bei euch, immer und überall. Trage sein Bild auf dem Rücken. Das ist gut. Wahrscheinlich habt ihr die Begegnung mit diesem merkwürdigen Wesen nur deswegen überstanden. Danke dir. Aufrecht, mutig und voller Abenteuerdrang. Ich denke, ihr werdet Svafnirs Tugenden gut vertreten in der Welt. Und wenn ihr euch gegen ein Finsternis und ein Übel stellt, nun, welches ehrenhafteres Anliegen kann es denn geben? Und ich werde mit eurem Hetman sprechen. Dass es in Ordnung geht, dass ihr geht. Ich danke dir. Und falls euch das Übel noch einmal auftaucht, nehmt dieses Schutzamulett. Für 2 Silber könnt ihr es haben. Als Spende für den Tempel. Ich danke dir. Ich hoffe, ich konnte helfen. Sehr. Svafnir mit dir. Das Wohl. Und auch mit dir. Ja, dann, wenn ich jetzt nicht mal mehr mit dem Hetman sprechen muss. Ja, verlässt Snorri den Tempel, sagt vielleicht noch Bescheid, wer genau sein Hetman ist, damit der Geweihte ihn auch finden kann. Und ja, weiß nicht, ob du das Fest noch abwartest oder ob du sofort verschwindest. Ich glaube, ich gehe sofort. Dann lässt sich Snorri wahrscheinlich seinen Anteil auszahlen von der massiven Beutefahrt, genau. Was ordentlich Geld sein wird, und kann sich davon natürlich auch eine Überfahrt den großen Fluss hinunter leisten. Beziehungsweise nicht den großen Fluss, der fließt ja nicht bei Torwahl, sondern den Bodir entlang ins Landesinnere.
Der große Fluss geht ja nach Havena, ne? Mal gerade gucken. Ne, nach Elenvina, große Fluss. Doch, geht auch durch Havena, ja klar. Mhm. Ja. Aber der Bodir führt natürlich auch ins Landesinnere. Und da, von da aus wird sich Snorri wohl durchschlagen müssen. Bis nach Gerasim, weit in den Norden. In unbekanntes Land. Aber das ist eine andere Geschichte. Und für heute sind wir damit am Ende. Und werden dann erleben, wie Snorri in Gerasim ankommt und was er da macht. Und ja, kleinen Einblick in das, was euch zu erwarten hat. In den folgenden, in der Kampagne. Genau, damit sind wir heute schon durch. Darauf ein Met. Yippie, sagt Sierra. Genau. Spoiler in dem Ding ist Wasser. Ja. Ein gelungener Auftakt, sagt Eleanor. Ja. Ach, schön. Boah, ja. So, jetzt ist Übertragung aus. Oder? Nein, die Aufnahme ist ach so, okay. Man hört und sieht uns noch. Ja, ja. Man hört und sieht uns noch. Trotzdem nehme ich jetzt dieses Ding mal ab. Wir sind ganz schön warm. Unter Omas Fuchs. Guter Einstart, sagt der Tengil. Valerone sagt, schönes Intro. Nice, sagt der Gevatter. Ja, schön, dass es euch gefallen hat. Ja. Und eine schwarze, elfische Gestalt an Bord eines Schiffes verkündet Unheil. Genau. Musste so ein bisschen an den bösen, schwarzen Elfen-Dingsi aus Ringe der Macht denken. An den, wie hieß er noch? An diesen Vater da, der die Orks befehligt, oder wie? Genau, an Imsen, genau. Adar oder so hieß er, ne? Genau, irgendwie sowas, Adar heißt er, glaube ich, ja. Hatte ich gut vor Augen, war also... Ja, irgendwie, ich weiß nicht, also ich werde es jetzt nicht auflösen, was es alles war und so. Vielleicht kommt das innerhalb der Kampagne irgendwann nochmal vor. Aber genau, ich denke, das Thema habt ihr alle irgendwie begriffen. Es geht um Dunkelheit, es geht um Schlaf, um Träume und um Elfen. Genau. Trägst du den Pelz dann auch im Sommer, fragt Ella nur. Glaube nicht. Elano, dann trägt er nur den Pelz. Valerone ahnt irgendetwas. Was ahnst du denn? Ich weiß ja nicht, inwiefern ihr alle gut im DSA-Lore seid. Also der erwähnte Name sollte bei einigen zumindest ein bisschen was klingeln lassen. Der ist relativ bekannt. Ja. Aber mal schauen. Das darf ich jetzt noch nicht sagen. Richtig so. Ja. Würde ja Spoiler sein, richtig. Ja, haltet euch mit Spoilern zurück, obwohl, ne, ja, genau. Schauen wir mal. Ja, die nächste Woche geht es weiter mit der Splitterdämmerung hier auf dem Kanal. Und darauf die Woche gibt es schon das zweite Prelude. Als nächstes lernt ihr kennen eine Elfin tatsächlich, nämlich die gute Shaya'el. Und die wird gespielt von Stadtpoetin, die kennt ihr noch gar nicht auf diesem Kanal. Also ein neues Gesicht, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und genau, von ein bisschen Elfenbashing an Bord von Torvalschen Schiffen hin zu elfischem Leben, das kann dann ein bisschen anders werden. Vielleicht machen wir dann Torvaler-Bashing. Mal gucken. Ausgleichende Gerechtigkeit, genau. Ja, danke dir, Slive, dass du mitgespielt hast. Und vielleicht hast du ein bisschen reingefunden in deinen Snorri. Scheint dir Spaß zu machen, den zu verkörpern.
Und Ariakos macht schon ein vielsagendes Emote oder ein Emoji. Ja, das ist sehr nah dran, richtig, ja. Ein vielsagendes, was ist es denn? Es ist eine Sternschnuppe, ja. Ah. Zumindest lese ich das aus dem Ding da. Ja. Ja. Es war große Freude, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau, also ich hatte in der Tat nicht viel Plot, ich hatte nur das Schiff mit dem alleine darauf lauernden Elfen und ja, habt ihr hast ja sehr schnell alles rausgefunden, was es damit auf sich hat, hab ein paar Querverweise gestreut und mehr sollte das Ganze auch gar nicht sein und ein bisschen halt ein hineinschlittern in die Welt und der Slive spielt ja sonst nur Shadowrun und der muss sich ein bisschen daran gewöhnen, wie sich in Aventurien zurechtfinden. Ich denke, dafür war es ganz gut. Ich habe heute tatsächlich zweimal würfeln müssen. Oh. Hat keiner mitgekriegt, hoffentlich. Aber war gut. Der Elf hat es ja verraten, was passieren wird. Ah. Vielleicht hat er auch gelogen. Wer weiß. Ja. Außerdem war gar kein Elf, hat er gesagt. Ja, das stimmt. Ja. Und Elfen sind normalerweise, wenn man ihnen eine Axt in die Schulter treibt, auch tot. Ja, gut zu wissen. Kein richtiger Elf, sagt das Engel. Ja. Könnt ihr mal überlegen über die nächsten zwei Wochen. Ja, ich kann aber jetzt schon mal irgendwie teasern. Wir werden halt einen Preludes machen für alle Beteiligten. Die weiteren SpielerInnen habe ich ja auch schon alle angeteasert. Neben Slive und Stadtpoetin spielen noch der Pölle und die Sierra mit. Und auch, wenn es denn irgendwann möglich ist, mit dem Kleinen meine Frau, die Leopardin 202. Und ja, dann wird es allerdings nach den ersten Preludes, das wird dann irgendwann im Dezember sein, dass die für alle fertig sind, werden wir eine kleine Pause machen müssen bis in den Januar, weil der Slive nämlich umzieht und sich erstmal richtig häuslich einnisten muss in seinem neuen Zuhause. Und dann werden wir hoffentlich irgendwann Mitte, Ende Januar oder so uns tief in die Kampagne stürzen können oder ins Abenteuer. Und da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Aber über die Weihnachtstage sind wir wahrscheinlich sowieso alle so beschäftigt, ihr ja auch mit Familienbesuchen und so, da muss man nicht unbedingt das schwarze Auge Streams gucken. Eleanor meint, das Würfeln hat man nicht gemerkt, aber ich habe mich gefragt, ob du gerade würfelst bei mancher Situation. Ja, siehst du, das ist doch ganz gut. Ich habe alle in Roll20 habe ich mir Makros eingerichtet. Da brauche ich nur ganz kurz draufklicken und dann habe ich sofort das Ergebnis und dann passt das schon. Hat bis jetzt ziemlich gut funktioniert. Bin mal gespannt, wenn ich mehrere SpielerInnen habe, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlicher, aber mal gucken. Wird das Axt in der Schulter dann der Elfentest? Weiß ich nicht. So, Snorri kann das ja wahrscheinlich immer machen. Irgendwie. Bist du ein Elf? Moment. Ich befürchte, das könnte schlimm werden, wenn du das allererste Mal auf Shaya'el triffst und dann erstmal die Axt in die Schulter treibst. Hat so ein bisschen was von diesen ganzen Hexentests aus der frühen Neuzeit. Genau. Wenn du überlebst, warst du keine Hexe, ne? Aber bist halt tot. Ja, genau. Nicht nur Elfentest, sondern auch bei den Träumen. Ja, das kam ja heute auch ein bisschen vor. Irgendwie, der Snorri hat auch einen leicht mystischen, einen Hang zum Mystischen und zum Träumen und so. Deswegen wird er ja auch von seinen anderen Otayasko-Leuten gemieden, weil die Torwaller sind ja alle total abergläubisch. Und da Snorri weder Magier, das war halbwegs anerkannt wäre, oder Godi ist, ja, ist er halt so ein bisschen merkwürdig, ne? Und ja, wenn er jetzt nach Gerasim reist und dann auf die Elfen da überall trifft, da wird er wahrscheinlich etwas normaler sein. Aber dann ist er durch sein Torwaller-Sein wahrscheinlich auch wieder
die ausgestoßene Person. Ja. Wir werden sehen. Das, was er gut kann, ist Schiffe bauen. Gucken, ob das in der Kampagne nochmal von oder im Abenteuer nochmal vonnöten ist. Dass du das ein Schiff bauen musst. Mitten in Gerasim auf dem Land. Wir werden sehen. Nee, aber mir hat es auch, also ich war total gut drin. Das war richtig gut. Ja. So. Ein Torwaller, der unter Elfen normaler wirkt als unter Torwallern. Interessant, ja. Öfters mal Exoten spielen und so, ne? Nee, so exotisch ist der Charakter ja gar nicht. Genau, der passt schon. Das muss auch ein bisschen passend sein zu den anderen. Die sind da auch ein bisschen interessant. Aber die lernt ihr dann ja in ein paar Wochen kennen. Andere Dinge aus Holz, damit kann er ja auch so arbeiten. Genau, Schnitzereien und so kann er machen. Richtig, ja. Zimmermänner können ja nicht nur Boote bauen. Ne? Kannst auch Tische bauen. Oder, keine Ahnung. Häuser. Oder Häuser. Türen. Gucken, wie die Elfen reagieren, wenn du da erstmal anfängst, irgendwie Bäume zu fällen. Oh, oh. Ja. Es wird spannend. Es wird spannend. Ja. Ja. Dann sage ich euch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und dir, Slive, vielen Dank fürs Mitspielen. Bitte. Und dann kannst du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Werbung machen für irgendwas, was du noch irgendwie so machst, so, sonst nebenbei oder so, oder sonst irgendwie magst, wo die Leute mal hinschicken willst. Und ich suche mal einen Channel, wo wir die Leute hinschicken können, nachdem wir hier beendet haben. Ja, Würfelfilosophen hören, unbedingt. Unbedingt Würfelfilosophen hören. Spannende Talkrunde über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes mit ganz vielen, bis jetzt vier spannenden Leuten aus ganz unterschiedlichen Ecken, alle irgendwie in der Rollenspielbubble drin. Unbedingt mal reinhören bei Spotify, YouTube, überall, wo es Podcasts gibt. Und sonst einmal, also Koali hat es gesagt, ich spiele ja gerne Shadowrun. Was sich auch jenseits von Shadowrun-Spielen sehr, sehr lohnt, ist der Schattenläufer-Podcast von Micha, von Micha Grassel. Das ist, bin nicht ich so. Also, wo du sagst, Kanäle, wo Leute gerne hin sollen, lohnt sich auch. Hat bei mir die Freude am Shadowrun-Spielen wieder größer gemacht. Also falls ihr euch für Shadowrun interessiert, dann schaut da mal vorbei auf dem Podcast. Genau. Oder bei den Würfelphilosophen auch Podcast, ja. Aber da geht es weniger um Rollenspiel, eher so um andere Sachen. Genau. Aber da könnt ihr den Slive auch hören und mit ihn erleben und seine Meinungen hören und so. Ganz interessant. Genau, da kommt die nächste Folge auch in ein paar Wochen immer. In der ersten Woche im Monat immer raus, also Anfang November. Genau. Ansonsten könnt ihr da drei Folgen nachhören schon. Das, ja, über unterschiedlichste Sachen. Okay, dann schicke ich euch jetzt gleich weiter zum Familien-Nerd. Da spielen die irgendwas Cthulhu-mäßiges. Da seid ihr bestimmt gut aufgehoben. Grüßt schön von mir, benehmt euch und wir sehen uns nächste Woche bei der Splitterdämmerung oder in zwei Wochen wieder beim Prelude von der Stadtpoetin. Und dann freue ich mich, euch alle wiederzusehen. Gute Nacht, macht's gut. Ciao. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Mach das mal. Tschüss.